daran, dass die meisten Mario Kart 8 irgendwie nicht so mögen. Die meisten sagen ja, das ist ein Dreckspiel, ich finde es eigentlich ganz okay. Aber komm, komm, nein! Why? Why? Wenn die da runterfallen. Ah! Verdammte Scheiße, Mann! Joi! Oh, ja, die Bulle, du wolltest nicht. Nein! Na! War der jetzt vor uns oder hinter uns? Ich sag's. Oh! So, willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Online. Im selben Raum wie im Part, in den vorherigen Parts. Jetzt sind wir in Mute City und sind immer noch im selben Raum mit den ganzen Spielern. Vom vorherigen Part. Ich weiß jetzt vor Schreck gar nicht mehr, welcher Part das war, der vorherige. Aber ich denke, es sollte der 10. gewesen sein. Also war das ein ganz kleines Special, so gesagt, der 10. Part, naja. Ist jetzt nicht noch so lobenswert, weil bis zum 10. Part kommt fast jeder. Na gut, ich erzähl's mal. Ich hab's in meinen ersten Minecraft-Parts nicht bis zum 10. Let's Play geschafft, sondern nur bis zum 7. Gut, aber lassen wir es hier, starten wir auf den ersten Platz. Oh, ich dachte jetzt, sie hätten alle einen Fehlstart, weil die haben nicht Gas gegeben, habe ich gesehen eigentlich. Und hier ist. Boah, wie das Feuer von dem hinten aus dem Auspuff kommt. Das sieht richtig krass aus, finde ich. Jetzt habe ich das wegen dem verpasst. Och, ja, und der schubst uns hier. So, jetzt haben wir ihn aber auch mal geschubst. Ja, und er biebt sich einfach weg. Hä? Und jetzt wird er getroffen. Hä? Hä? Was ist denn? Egal, Rob ist wieder. Oh, Rob ist noch drin. Gut. Das ist sehr schön. Na komm, setz mal die Hupe ein. Okay, treffen tun wir damit eh nicht. Ja, aber uns trifft gleich jemand. Oder auch nicht. Nein, die war nicht für uns. Das finde ich richtig fies. Die Rachel wird angezeigt, obwohl sie gar nicht für uns bestimmt ist. Das finde ich ein bisschen doof, aber... Naja, es ist aber wirklich schwer, diesen Fehler da rauszuprogrammieren, denn... Der ist seit Mario Kart Wii vorhanden. Und da ist es nicht so leicht. Ja, und kein neues Item. Toll. So, jetzt haben wir aber fast alle Münzen hier. Das ist sehr gut. Denn... Je mehr Münzen, desto schneller sind wir und ins Driftenstaffel. Der geht mir wirklich manchmal auf den Keks, obwohl er so selten kommt, aber er ist wirklich nervig, weil er am Boden ist. Die beschleunigen sich da vorne. Er war Robo oder wie der heißt, oder Rob. Hat nicht einmal ein Beschleunigungsteil gekriegt, so wie die Tussi, wie Julia. Sorry Julia, falls du hier zuguckst, aber das ist halt für sehr unwahrscheinlich. Aber irgendwie werden meine Mario Kart 8 Let's Plays nicht so besonders oft geguckt. Entweder liegt es daran, dass die meisten Mario Kart 8 irgendwie nicht so mögen. Die meisten sagen ja, das ist ein Dreckspiel. Ich finde es eigentlich ganz okay. Aber komm, komm, nein! Why? Why? Wenn die da runterfallen. Ah! Verdammte Scheiße, Mann! Joi! Oh, ja, die Bulle, du wolltest nicht. Nein! Na! War der jetzt vor uns oder hinter uns? Ich sag's. Oh! Verdammte Scheiße, Mann! Was hab ich nur gemacht? Aber diese zwei Ratchets haben uns wirklich ausgenockt, Alter. Die waren wirklich unfair. Die waren scheiße von denen. Muss man ja mal erwähnt haben, gell? Hafenstadt. Ich hab da jetzt Bock drauf. Okay, ja, ich kann meine Nachricht natürlich nicht im WW checken, Entschuldigung. Ah, verdammt, jetzt habe ich auch Bock gekriegt, das kann nicht wahr sein. Gut, aber ist ein neuer Ansporn zum, gut fahren. Hä? Sind die denn auf dem Kopf? Achtet mal auf den blauen Typen, der hat, das sieht aus, als ob der Nest auf dem Kopf hat. Achso, das sind seine Haare. Logisch. Mr. RixoLP wünscht euch allen viel Glück, in Klammern denkst, ich will, dass ich gewinne, nicht ihr. H.
Hafenstadt. Nicht von mir, sondern von dieser Japanerin, deren Namen ich nicht kenne. Die kommt aus Gifu. Ich dachte jetzt, Rob kommt aus Easter Egg. Gen Abi. Aha. Meine Stimme wird schon wieder heiser. Toll. Da ist man als Let's Player sehr gefährdet. Weil ich spreche eigentlich nicht so laut, aber ich will, dass ihr mich gut hört, weil das will ich so als Ausgleich wegen meinen Minecraft-Parts machen. Denn die sind mit meiner Stimme. Meine Stimme ist da wirklich sehr leise. Das liegt daran, weil dass ich kein Mikro, geschweige denn Headset habe. Und hier, hallo? Was soll das? Hier wird man gleich wieder getrollt, aber das ist. Wir sind das ja gewohnt und hier, ja, da ist nicht eine Banane und als letzter am Pilz, genau. Ja, und da eigentlich mal nochmal davor. Na, natürlich. Aber es sind wir alles gewohnt, ansonsten würde ich jetzt total rumprüllen und ihr kennt das ja. Also man muss einfach rumprüllen, wenn man mal verliert. Also. Jedenfalls geht's mir so Item haben wir zum Glück bekommen. So, Firehopping können wir auch noch. Alter, wie das Ding abgeht, Junge! Verdammt, dieses Scheiß-Item, was da lag oder was uns auch immer getroffen hat, hat uns wirklich jetzt den Wind aus den Segeln genommen. Aber wir holen die noch auf, ich weiß es. Weil wir. Dieser Kobold. Ah ne, er bleibt doch nicht stehen. Er ist jetzt stehen geblieben bei mir. Aber bei euch auch, ich hab's gesehen. Bei euch wird ja auch diese Karte angezeigt auf dem Fernsehen. Nach komm! Jetzt sind wir wieder unten, Mensch. Ja gut, der vor uns ist auch immer gefallen. Trotzdem macht es uns die Chance nicht gerade besser. Oh, dieser verdammte Arsch! Ich will hier ganz normal langfahren, da schubst er uns voll gegen diese scheiß Straßenbahn. Da vorne haben wir ein neues Item, das klappern wir noch ab. Ja, allerdings sehr schlecht. Ich habe das Gefühl, ich setze alle Items falsch ein irgendwie. Weil ich habe dann immer noch so ein bisschen Zeit danach. Nach den Items. Ich bekomme schon wieder so eins. Gut, aber es ist ein gutes Item eigentlich. Trotzdem würde ich mich mehr über eine Rakete freuen. Vor allem, weil wir hier immer noch auf dem 7. Platz sind. Und der, ja, der bekommt als 5. oder als 6. davon eine Rakete, Alter. Was ist das für ein Fahr? Ja, und jetzt kommt der Schock. Jetzt kommt natürlich der Schock. Und hier, oh, jetzt werden wir hier wirklich 7. ey. Das ist. Verdammte Scheiße, Alter. 8 minus, toll. Toll! Toll! Alles, was wir im letzten Part draufgespielt haben, wird jetzt wieder weggenommen oder was? So läuft es hier aber nicht. Oh, New City. Nein, nicht die New City, scheiße. Wollte ich nicht. Sorry, Leute, jetzt spielen wir die aber nochmal höchstwahrscheinlich. Weil die anderen wollen ja anscheinend auch. So, Rob. Der Pana, der ist neu. Jazz aus Frankreich. Julia unterhält sich mit mir. Moin, Julia. So, der kommt aus Kanada, Frankreich. Der aus Vereinigten Staaten, alles klar. Wir fahren hier wirklich gegen Leute aus der ganzen Welt. Also, ich glaube, Nintendo achtet da jetzt wirklich auch drauf, dass das Ganze ein bisschen gemischt ist, weil bei Mario Kart Wii. War das so, man ist dann entweder in einen Raum mit vielen Japanern oder vielen Deutschen oder was auch immer gekommen. Und wenn ihr jetzt mal hinguckt, ist das ganz gemischt eigentlich. Finde ich, oder? Also ich finde es. So, hier fahren wir schon auf dem Ringbum Boulevard, jetzt vom Game Boy, glaube ich. Nee. Vom SNES oder so, oder? Von der SNES fahren wir. Also alte Strecken werden immer wieder gerne genommen von Nintendo. Okay, wir haben es geschafft. Boah, lol. Verdammt, ja, wir hätten uns aber ein schönes Item fahren lassen können eigentlich. Oh Mann, nicht mal einen Jumper bekommen wir hin. Oh! Mensch! Das ist doch so behinderte Kacke hier! Ja, och Mensch! Was soll denn das?
bekomme ich mal einen Stun, aber nicht an der richtigen Stelle, Alter. Ich könnte ausrasten. Ich bin schon ausgerastet. Ach, das ist doch. Ja, das Item bringt hier auch nicht auf der Strecke. Hier fahren wir nur runter, deswegen. Meine fucking Fresse. So, wenigstens kommt ein neues. Ja, jetzt könnt ihr mich mal am Arsch legen hier. Boah, also jetzt habe ich echt keinen Bock mehr hier. Bei der Mitte drüber. Oh. Zumindest haben wir wieder aufgeholt. Das war aber auch das Mindeste, was wir hier machen konnten. Nee. Ja, wir werden hier nur getrollt. Ich kann es gar nicht mehr anders beschreiben. Komm, leck mich, Bowserstein. Haha. Ich will nicht über diese scheiß Rampen da flippen. Das geht mir echt auf den Sack alles hier. Jetzt immer. Das darf nicht wahr sein! Jetzt sind wir hier sechster. Das darf nicht wahr sein, Alter. Wir losen doch nicht hier nur noch. Es ist wahrscheinlich besser, wenn ich den Part jetzt beende. Es wäre besser, aber ich beende ihn nicht. Das mache ich nicht. Wir fahren noch das eine Rennen fertig. Aber dann habe ich echt keinen Bock mehr hier. Es ist doch der Gipfel, Mann. So, weiß Goldmine. Viel Glück. Ja, jetzt verpisst sich schon wieder jemand. Toll. Toll. Ah, bei Mario Kart Wii Let's Play ist fertig. Wunderbar. Das Together von Together heißt es übrigens. Ganz lustig ist es eigentlich. Müsst ihr euch mal angucken. So, jetzt könnte es eigentlich auch mal losgehen. Ja, jetzt. Achso, ja, standen ja die Sekunden, deswegen war das eine ganz schön dumme, ironische Aussage. Verdammt! Nicht die Excited Bike Strecke. Und ich habe gelernt, wie man sie ausspricht. Ist meine Katze hier? Ach ja, auf dem Sofa liegt meine schöne Katze. Die Bolly. Die seht ihr übrigens zu meinem 150 Abo Special wie mein Gesicht. Mein Gesicht gibt es ab dem 150 Abo Special und dann noch eine ganz neue Rubrik auf meinem Kanal. Ich verrate aber noch nichts. Guckt mein 150 Abo Special. Also die wird den meisten gefallen und die ist wirklich für jeden was, weil es kein Let's Play und kein Tutorial, wie ich sonst nur auf meinem Kanal hatte, sondern, naja, wie gesagt, lasst euch überraschen. Es wird euch gefallen. Gut, aber jetzt zurück zu Mario Kart 8. Wir sind jetzt hinterher noch nicht getrollt und ja, die biebt sich natürlich einfach weg, wie immer, aber ich hasse es, ich hasse es einfach. Ich habe das beste Internet der Welt. Na gut, okay. Oh Mensch, hier wird mal doppelt getroffen, das ist doch alles scheiße, Alter. Diese ganzen Zack-Server, ey, das geht einem so auf den Arsch. Und was ist, ich habe Nintendo vor einiger Zeit gelobt, dass man keine Minuspunkte mehr bekommt, wenn man einen DC im WW hat. Das haben sie jetzt wieder geändert, das ist natürlich jetzt wieder anders. Und das finde ich so extrem unfair, das ist so eine Scheiße, die sacken da mit ihren Server und wir bekommen da Minuspunkte deswegen. Das ist, finde ich, ganz schön unfair, ehrlich gesagt. Ey, das war jetzt genau in der richtigen Sekunde, dass wir dieses Item bekommen haben. Den treff mal, den treff mal, den treff mal. Oder auch nicht. Diese Hupe, diese verdammte Hupe war so beschissen eingesetzt. Der wurde da einfach mal so getroffen und fährt einfach weiter. Ja, und das kommt natürlich nach hinten. Das hätte ich mir denken können. Ja, aber jetzt kommt was nach vorne, ihr Penner. So, Rob, viel Spaß damit. Bin getroffen? Nein. Dachte ich mir. Aber zweiter werden wir doch, oder? Gut, wir werden auf jeden Fall zweiter. Alter, Banane. Und zweiter, jetzt haben wir wieder 16 plus. Sehr schön. Jetzt haben wir auch, glaube ich, wieder das draußen, was wir in den ganzen, also wir haben in den ganzen Part jetzt keine Pluspunkte gemacht, außer jetzt.
Und wir haben genau jetzt die Pluspunkte in etwa wieder gekriegt, die wir verloren haben. Außer, ich glaube, wir haben 3 Pluspunkte in dem Part gemacht. Naja, zumindest haben wir die 8500 noch. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, wie der letzte. Wir sehen uns dann im 12. Part, glaube ich. Und ja, abonnieren, Like geben, ihr wisst. Wenn es euch natürlich nur gefallen hat. Nur wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Dislike geben und nicht abonnieren. Aber das, ich hoffe, es wird euch gefallen. Gut. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.